Willkommen zurück. Heute schmücke ich ein Masken-Make-up für den Alltag. Das ist so ein bisschen passend geschminkt zur Maske. Viel Spaß! Hallo! Viel Spaß mit dem Video. Also, dann beginnen wir. Ich beginne mit so einem Too Faced Eyeshadow Primer von NYX und trage es auf meine Augen oder auf meine Augenlider. Schön großzügig auftragen. Ich mag das, wenn die Farben sehr intensiv sind. Und hier auch. Und dann schön mit den Fingern verteilen. Dann benutze ich eine bunte Palette von Beauty Bay Bright Matte und benutze diese ganz hellblaue Farbe, die hier, die nennt sich Paradise. Und benutze so einen Pinsel, der ist von Rossmann. Also schön auftragen, dort wo du die Farbe haben möchtest. Und auf der anderen Seite. So, das war's mit der Farbe. Dann benutze ich die Palette, die ich selber zusammengestellt habe. Die ist von Lisa Cosmetics. Da benutze ich die dunkelblaue Farbe. Einfach hier auf das äußere Lid auftragen.
gerade hier auf. Kann man schön mit den Fingern verblenden. Dann nehme ich einen Pinsel und besprühe es mit diesem Matte Fixing Spray von Primark und nehme diese Palette von Beauty Bay, die Going Out Palette, und nehme die Farbe Remix. Das ist so ein duochromer Farbton. Es schimmert so weißlich, bläulich. Aber davor muss ich meine Augen primen mit dem Glitter Primer. Dann nehme ich nochmal die Palette von Lisa Cosmetics und nehme die dunkelbraune Farbe. Dann verblenden. Dann nehme ich die bunte Palette von Beauty Bay und nehme diese fast schwarze Farbe. Dann nehme ich nochmal diese Palette, die Going Out Palette, und nehme Remix, die Farben.
dann nehme ich einen Eyeliner von Essence und ziehe einen Eyeliner. Dann nehme ich einen weißen weißen Lidschatten von dieser matten Palette von Beauty Bay und gehe ein bisschen nochmal drüber. So. Und verdunkle das nochmal. Aber dann benutze ich diese fast schwarze Farbe von dieser Farbe. Palette, meinte ich. Dann, ja, wie ihr seht, habe ich hier Fallout, deswegen entferne ich das jetzt. Dann nehme ich meine Wimpern und nehme dann dafür den Duo-Kleber. Und dann tusche ich meine Wimpern damit. Das ist eine Mascara von Primark.
Dann nehme ich die Wimpern und klebe sie auf. Der Kleber muss noch trocknen, aber es ist bald fertig. So, dann nehme ich diesen Concealer. Der ist von Essence. Camouflage Matte Concealer. Und der ist auch nur sozusagen sogar wasserfest. Also das hält wirklich unter der Maske. Also, ich würde euch lieber raten, sich nicht voll zu spachteln, sondern weniger ist mehr. Du kannst auch einfach ein bisschen Concealer, genauso wie ich das mache, nehmen und dann abpudern und dann kannst du schon die Maske benutzen. Oder könnt auch kein Make-up nehmen und ja, dann einfach die Maske benutzen. Also wie ihr möchtet. Oder ihr schminkt euch gar nicht. Dann nehme ich mein Puder von Superstay Maybelline. Puder mein Gesicht ab. Dann nehme ich noch einen Bronzer von Make-up Revolution und wärme mein Gesicht ein bisschen damit auf. Ganz wichtig, und nicht vergessen, also das ist nur für mich so, ich puder sogar meine Augenbrauen ab, dann hält der Augenbrauenstift besser. Oder ihr kauft euch einen Augenbrauenstift, der sofort gut hält. Und dann braucht ihr das nicht machen. Und dann nehme ich einen Augenbrauenstift von Essence. Und bemale meine Augenbrauen damit. Und dann nehmt ihr eine Bürste und kämmt sozusagen eure Augenbrauen durch. Ja. Und dann nehme ich ein bisschen
meine Mascara und tuschel die Wimpern ein bisschen. Also. Als Liquid Lipstick nehme ich von Superstay von Maybelline in der Farbe 180. Es ist so ein schöner Nude-Ton, deswegen passt es auch dazu. Also es geht mehr ins Rosane. Das mag ich. So richtig Nude, das ist nicht so mein Fall. Dann nehme ich noch diese Mascara von Primark und tusche noch meine unteren Wimpern. Das ist schon der fertige Look. Und das ist der Look mit der Maske.